Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute gibt es ein total leckeres Dessert für euch. Und zwar hatte ich noch ein paar Bananen übrig, ich hatte noch ein paar Cookies übrig. Und da habe ich gedacht, was machst du damit? Jetzt gibt es ein Bananen-Split-Dessert im Glas. Und ich wünsche euch viel Freude beim Zugucken und runter zum Zutaten. Für das Bananen-Split-Dessert im Glas brauchen wir zuerst einmal eine Schokosoße und die besteht aus 80 Gramm braunem Zucker, 80 Gramm weißem Zucker, 50 Gramm Backkakao, einer Prise Salz, 100 Gramm Wasser, 50 Gramm Sahne und einen Teelöffel Vanillepaste, so heißt das Zeugs. Und wie ihr seht, ich muss wieder neue machen. Das Rezept dafür werde ich euch mal verlinken. Dann brauchen wir für die Creme 250 Gramm Sahne. Die stelle ich gleich nochmal in den Kühlschrank, damit das alles schön kalt bleibt. Eine Vanillestange und schaut mal, so sehen meine Vanillestangen aus, gell? Die sind prall gefüllt und riesig. Davon eine 250 Gramm griechischen Joghurt, also 10%. 50 Gramm Puderzucker und zusätzlich brauchen wir 4 Bananen, 3 Esslöffel Mandelblättchen und 8 Cookies. Ihr könnt Cookies nehmen, die ihr wollt, am besten Schokocookies oder wie ich jetzt hier, das waren die American Chocolate Chip Cookies, die habe ich dann einfach in solche Stückchen zerbröselt. Als erstes wollen wir uns 80 Gramm braunen Zucker in den Mixtopf geben. Dazu kommen noch 80 Gramm weißer Zucker, 50 Gramm Backkakao, dann eine Prise Salz, 100 Gramm Wasser und 50 Gramm Sahne. Das Ganze wird jetzt geköchelt und zwar 6 Minuten auf 100 Grad Stufe 1. Schaut mal, so sieht's jetzt aus und da hinein kommt ein Teelöffel von unserer selbstgemachten Vanillepaste. Immer schön durchrühren, bevor wir es benutzen. Und das wird jetzt noch einmal aufgeköchelt und zwar 3 Minuten. Hä, was habe ich denn jetzt gemacht? So, komm aber, sind die Finger zu flott jetzt. 3 Minuten, 90 Grad waren das, glaube ich. Gell? Ja, genau. 90 Grad auf der Stufe 3. Oh ja, die sieht gut aus, die Schokosoße. Ich probiere sie mal gerade. Mmh. Oh Gott, ist die lecker. Die ist ganz böse. Leute, die ist böse. Die ist so böse, ich habe mich voll gekleckert. Meine Güte. Bin ja wieder gut dabei. Einfach umfüllen in eine sterile Flasche. Bitte nicht verschließen, einfach offen stehen lassen. Ich habe mich mittlerweile umgezogen, kann ja nicht so verschmickst hier vor euch rumstehen, gell? Und jetzt wird unser Mixtopf gespült. Und wenn das fertig ist, geht es auch schon weiter. Wir brauchen jetzt Mandelblättchen und zwar 3 Esslöffel. Die gebe ich jetzt in eine Pfanne ohne Fett und werde mir die kurz anrösten. Hm,
schön angeröstet, fülle ich mir jetzt auch um. Ich habe mit hier 250 Gramm Sahne abgewogen, weil ich schlage es traditionell immer noch mit der Hand. Wenn ihr wollt, könnt ihr das natürlich im Mixtopf machen, aber ich finde, sie wird handgeschlagen einfach besser. Und dann trenne ich meine Vanilleschote auf und hole mir das Mark raus. So. Schaut mal, aus einer Vanilleschote. Verrückt, oder? Leeren Schoten nicht wegwerfen, sondern macht sie euch in ein Reagenzglas rein und dann könnt ihr die, wenn ihr Vanillezucker zubereitet, die einfach mit aufs Backblech nehmen und die nachher mit schreddern. Also ich werfe gar nichts weg von der Schote. Und jetzt geht's ans Sahneschlagen. Die Sahne ist steif geschlagen und kommt jetzt in den Kühlschrank. Zwei Bananen gebe ich jetzt in den Thermomix. Dann kommen 250 Gramm griechischer Joghurt dazu. Das Ganze wird jetzt verrührt und zwar 25 Sekunden auf der Stufe 3. Das wird jetzt verrührt. Mit der Sahne, ich gebe das einfach dazu und unterrühren. Die letzten zwei Bananen, die werden jetzt in Scheiben geschnitten. Jetzt könnt ihr natürlich einschüchtern. Okay. Ihr könnt jetzt einschichten, wie ihr möchtet. Ich mache jetzt so einen Esslöffel Cookies in jedes Glas rein. Das bildet sozusagen die Grundlage. Dann kommt Creme dazu. Dann die Bananen. Mandeln und wieder geht's von vorne los mit Keksen, Cookies. Wenn ihr von den Cookies noch etwas übrig habt, das ist überhaupt nicht schlimm. Die könnt ihr super lecker unter Joghurt mischen, Naturjoghurt. So verarbeite ich nämlich immer, wenn ich noch Cookies übrig habe. In Desserts oder halt ne, in Joghurt. Passt super. Und jetzt geht's weiter mit unserer Creme. Und so schichten wir, bis wir alles verbraucht haben. Bananen obendrauf. So schließe ich halt ab. Mit ein paar Cookies noch. Ich bekomme 5 so große Gläser. Von den kleineren, wenn ihr die in die kleineren Gläser füllt, kriegt ihr wirklich 10 Portionen. Und dann kommt unsere Schokoladensoße drüber. Wunderbar. So. Und ganz zum Schluss noch Mandelsplitter bzw. Blättchen. Och, das sieht hammermäßig aus.
Schaut euch das mal an, oder? Hm? Guckt mal. Da kriegt man doch echt direkt schon Appetit. Aber die kommen jetzt noch eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Also mit einem grünen Oberteil habe ich ja angefangen. Mit Blümchen höre ich auf. Weil ich habe heute zwei linke Hände und ich versau und versuppel mich. Und ja, ist halt manchmal so. Gell? Wo gehobelt wird, fallen auch Späne. So, dieses Rezept ist sowas von super, super lecker. Macht es euch nach. Ihr könnt es dann auch vorbereiten. Und dann die Schokosoße, die Bananen und die letzten Mandelsplitter zum Schluss drauf machen. Dann habt ihr noch so einen schönen Crunch, bevor ihr es serviert. Und diese Schokosoße, Leute, über Eis, über Pudding, über Käsekuchen oder einfach ein bisschen in euren Kaffee. Schmeckt im Übrigen auch sehr, sehr lecker. Oder einfach in heiße Milch. Auch wunderbar. Das ist eine Allzwecksoße. Macht sie euch nach. Die ist absolut genial. Und ich überlege mir, ob ich sie nicht nochmal extra verfilme und dann irgendwann in diese Soßen-Playliste stelle, weil die ist richtig gut. So, das war's für heute und wir sehen uns wieder beim nächsten Rezept. Bleibt neugierig, eure Claudia. Ciao!